Wenn wir über das Thema Diversity sprechen, dann stellen sich bei manchen schon die Nackenhaare auf, weil es ja oft auch darum geht, wir haben Geschlechtervielfalt, es geht irgendwie darum, Frauen gegen Männer. Ich möchte es gleich vorneweg sagen, ist nicht meine Intention. Sie haben es vielleicht vorhin gemerkt, ich gehe immer wieder auf den Punkt, wir bringen unterschiedliche Facetten an den Tisch, wir haben unterschiedliche Charaktereigenschaften und ich möchte gerne ähnlich, nehmen wir Leiterplatten als Beispiel. Leiterplatten sind die untere Hardware-Basislayer, aber mit diesen können wir Applikationen machen. Wir brauchen Programmiersprachen, Applikationen. Ich möchte, dass wir die Diskussion zur Diversity auf ein höheres Level heben. Und zwar, was können wir alle mit unseren unterschiedlichen Eigenschaften beitragen zum Erfolg, den wir brauchen? Ich war sehr früh mit dem Studium fertig und vor 25 Jahren bei einem der ersten Bewerbungsgespräche habe ich am Schluss gefragt, so, und was halten Sie jetzt von mir? Und dann kam die Antwort, ja, wir halten Sie für sehr talentiert, aber Sie sind so jung. Ich war schon immer ein bisschen frech, habe ich gesagt, ist Alter und Können für Sie direkt proportional? Antonia, du beschäftigst dich auch mit dem Thema. Du bist nicht nur Fellow bei Critical Friends, steckst momentan mitten in deinem Masterstudium an der TUM, bist auch noch zusätzlich in der Nachhaltigkeitsberatung tätig. Ich sehe so ein bisschen Parallelen. Du hast viele Talente, bist jung, ich darf das sagen, ich bin etwas älter. Was denkst du, sind so die größten Unterschiede zwischen heute, zwischen der Generation, sage ich mal meiner, und den jüngeren Generationen, was ihnen wichtig ist im Beruf? Ja, danke dir. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Facetten, die verschiedenen Generationen auch wichtig sind. Ich würde gerne mal drei rausgreifen, die ich einfach besonders oft wahrnehme, auch in Teams, die irgendwie mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Altersgruppen auch zusammenarbeiten müssen und dann auch funktionieren müssen an bestimmten Punkten. Das ist einmal die Kommunikation. Ich glaube, junge Menschen haben einen ganz anderen Anspruch an Kommunikation. Sie wollen viel kurzweiligere Kommunikationswege, das bedeutet viel mehr Transparenz innerhalb des Unternehmens, was vielleicht bei älteren Menschen ganz anders einfach früher gelebt wurde. Das ist erstmal durch Silos, top-down irgendwie runtergesickert. Ja, durch die Digitalisierung ist es auch einfach so, wir wollen das gleich wissen, wir wollen die Transparenz. Was beschäftigt eigentlich gerade unseren Vorstand? Und ich glaube, dass das einfach oftmals so einen Konflikt in Unternehmen geben kann. Und auf der anderen Seite spiegelt das Unternehmen auch meine Werte wider. Für was will ich arbeiten? Was ist die Vision des Unternehmens? Beispielsweise Aspekte eben wie Diversität. Fühle ich mich wohl in dem Team? Wird meine Stimme auch gehört? Und dann aber auch so Punkte wie zum Beispiel die Klimakrise. Nimmt das Unternehmen das irgendwie ernst? Baut es auch in die Unternehmensstrategie mit ein? Und ich glaube, das sind so sehr relevante Scheidepunkte, wo man sich dann auch wirklich dafür entscheidet, bei einem Unternehmen zu bleiben oder überhaupt zu einem Unternehmen zu gehen. Mhm. Hab ich auch schon viel gehört, denke ich, ist auch so. Gerade Information, Transparenz und der Fokus eben auf Nachhaltigkeit. Dann gehen wir doch gleich mal rein. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, wir sind jetzt gerade bei einem Diversity-Aspekt, nämlich Alter. Andrea, du und ich, wir sind ja in etwa die gleiche Kategorie. Du hast eine lange Karriere hinter dir, Studium als Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik. Warst Geschäftsführerin eines Handwerksbetriebes in der Baubranche und bist seit vielen Jahren erfolgreich in Führungspositionen in der IT- und Managementberatung. Also in der klassischen Männerdomäne, können wir leider nicht anders so sagen. Und welche Rolle spielt aus deiner Erfahrung das Alter, so wenn du deinen Weg ein bisschen Revue passieren lässt, auf dem Weg zu Führungspositionen? Und als zweite Frage, haben wir über 40 mehr Chancen, über alle Ebenen hinweg ins Management zu kommen? Gute Frage. Klar steigt das Level an Erfahrung mit dem Alter. Und in der idealen Welt würde ich sagen, das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Ja, man entwickelt sich einfach über die Zeit und wächst dann in die Rollen rein, die einem möglicherweise gut passen. Was wir halt tatsächlich immer noch erleben, ist dieses Thema: junge Frauen kommen zurück nach dem ersten Kind, wollen dann Teilzeit arbeiten und plötzlich ist dieser Teilzeitjob einfach nicht besonders attraktiv, also auch nichts, wo man sich aufbauen kann, wo man viel lernt. Also dieses Abgeschoben werden in einen langweiligen Teilzeitjob ist schon mal so dieser erste Bremser.
Und es gibt auch noch immer noch leider genügend Beispiele von, naja, jetzt ist die verheiratet, kinderlos, 35, will ich die jetzt wirklich einstellen? Also das ist leider immer noch ein bisschen der Fakt, was ich schade finde, weil das ja überhaupt nichts mit der Kompetenz zu tun hat und auch überhaupt nichts mit dem Einsatzwillen, sondern einfach nur, wie die Umgebung damit umgeht und welche Möglichkeiten und Räume man schafft. Also ich denke auch immer, wir haben immer wieder eine Chance. Ich denke, solche Sachen sind eine Herausforderung und wir sind doch diejenigen, die Lösungen finden. Wenn wir technische Probleme lösen können und dafür eine Lösung finden, dann können wir auch für sowas. Teilzeit heißt immer noch oft, kostet mehr. Also eine Person, eine Position mit zwei Personen in Teilzeit zu besetzen, ist teurer, als wenn wir das mit nur einer machen, heißt es immer. Aber können wir dafür nicht eine Lösung finden? Weil diese zwei Personen können sich ja gegenseitig auch bereichern, weil sie unterschiedliche Erfahrungen machen. Wenn wir junge Frauen haben, die Mütter werden, können wir auch Lösungen dafür finden. Ich habe in einem Startup ein Beispiel gehabt, da wollte die Frau oder hatte mit ihrem Mann die Absprache, dass sie beim zweiten Kind die Karriere machen kann. Also fuhr der Mann das Kind zum Stillen in die Firma. Wir haben einfach in der Firma geguckt, wo gibt es einen geschützten Raum, wo sie stillen kann. Sie hatte die Zeit, Viertelstunde, halbe Stunde. Danach hat sie wieder gearbeitet. Es gibt Lösungen dafür, die wir brauchen. Und nochmal zu dir zurück, Antonia. Wie würdest du solche Lösungen sehen oder was würde dir dazu einfallen? Also ich glaube, an sich sind auch solche Fragen wie zum Beispiel diese Teilzeitfrage einfach systemische politische Fragen, wo wir oftmals keine Antworten haben. Also ich gucke eh immer sehr systemisch auf diese ganzen Diversitäts- und auch, also es sind letztlich Gleichberechtigungsfragen, das möchte ich hier nochmal ganz klar auch sagen, dass es einfach wichtig ist, sich immer zu überlegen, warum ist es denn strukturell so, dass Diversität auch nicht so gelebt werden kann, weil es gibt eben Gründe wie Mutterschaft. Das wird auch biologisch nicht geändert werden in der Zukunft. Darauf müssen wir aber politisch auch reagieren und da ist einfach in den letzten Jahrzehnten vieles auch ja, verpasst worden in meinen Augen. Und ich glaube, dass die junge Generation da aber jetzt auch einfach mehr fordert und ich denke, dass es da auch schon ganz tolle Firmen zum Beispiel gibt und auch Unternehmensbeispiele, die Lösungen finden. Und ich glaube, wir müssen weg von dieser Einzelfallbetrachtung von der Kollegin, die das ganz toll hinbekommen hat, weil das einfach auch eine enorme Belastung für Mütter ist. Also da gibt es auch mittlerweile einfach sehr, sehr viel Forschung zu, dass es dann Job plus Mutterschaft einfach noch mal mehr Belastung bedeutet, wenn einfach die Strukturen und der Kontext nicht gegeben ist, in dem das auch koexistieren kann. Noch ein Satz. Beispielsweise werden ja auch Mütter total oft stigmatisiert. Ah, du bleibst zu Hause. Wieso arbeitest du nicht? Ah, du gehst arbeiten. Du bist aber eine schlechte Mutter. Also einfach so diese paradoxen Aussagen auch gesellschaftlich mal zu hinterfragen, woher die eigentlich kommen. Also da würde ich auch gerne wieder empfehlen, weil es ist ja jeder Person selber überlassen, wie sie das macht, einfach den Gedanken wieder zu wählen, interessant. Warum hat sich die Person dafür entschieden? Warum macht es die eine so, die andere so? Hat ja jede Person seine Gründe dafür. Batu, du bist auch eher in unserer Runde ein Vertreter der jüngeren Generation und beschäftigst dich mit dem Einfluss der jungen Leute auf die Standardisierung. Aber zusätzlich ist ein anderer Aspekt für dich wichtig, und zwar die transkulturelle Vielfalt. Welche Herausforderungen ergeben sich aus deiner Sicht für Personen aus anderen Kulturen, die zu uns nach Deutschland zum Arbeiten kommen? Ich würde gerne ganz kurz nochmal einhaken zum Punkt vorher. Sehr gerne, sehr gerne. Ich finde, wir müssen einfach weg von dem Gedanken, wir haben das schon immer so gemacht. Die Frage kommt immer auf, wir haben das doch schon immer so gemacht, es hat doch immer funktioniert, warum müssen wir jetzt was ändern? Und da stelle ich mir die Frage, warum ändern wir nicht etwas, um besser zu werden? Und gerade das Thema Vielfalt und Kultur. Ich kann aus Erfahrung sprechen, meine Großeltern kamen als Gastarbeiter nach Deutschland. Und warum ist Deutschland jetzt in der Position, in der wir sind? Weil Menschen kamen, wie Max Frisch schon gesagt hat, wir riefen Arbeitskräfte, es kamen Menschen. Diese Menschen haben ihre Kultur mitgebracht, diese Menschen haben ihre Erfahrungen mitgebracht, ihre Erkenntnisse mitgebracht. Und es sind einfach die verschiedenen Denkansätze und die verschiedenen Erfahrungen, die die Menschen mitbringen, die uns bereichern. Und mit denen wir einfach viel bessere, viel umfangreichere und viel umfänglichere Lösungen finden können. Und gerade in der Normung, wir sprechen von der All-Electric Society, wir sprechen davon, alles zu vernetzen. Und wir sind weiterhin im Silo-Denken,
ich vergleiche das gerne mit dem Brockhaus. Viele haben das dem Brockhaus zu Hause in den Regalen stehen gehabt. Wir haben lineare Denkstrukturen. Wir müssen mehr in das Vernetzte denken und einfach an unserem Denken und unseren Handelsweisen was ändern und die Möglichkeiten schaffen, einfach mehr Menschen einzubinden und die Vorteile und die Erfahrungen und die ganzen Erkenntnisse, die die Menschen einfach mitbringen, einfließen zu lassen in die Normung. Und wir haben viele verschiedene Fachbereiche in der Normung. Wir sind da schon auf einem sehr guten Weg. Und jetzt müssen wir quasi die Möglichkeit schaffen, die wir auch durch die Sektorenkopplung sehen, die Sachen miteinander zu vernetzen, die Menschen zusammenzubringen, miteinander zu denken und alle mit einzubeziehen. Super, kann ich nur unterstützen. Was ich denke, ist wieder ganz wichtig, ist, dass wir die Neugier beibehalten. Vielleicht geht uns über die Zeit die Neugier verloren. Weil wenn wir die Neugier behalten, dann interessieren wir uns ja auch für andere Menschen. Christiana, du bringst nochmal eine ganz andere Facette bei uns in die Diskussion rein. Etwas, was ich auch nur durch dich gelernt habe. Christiana und ich, wir sind beide in Bayern geboren. Wir sind beide hier aufgewachsen, haben hier studiert, aber uns unterscheidet ein extrem klassisches Merkmal. Und das ist nicht unsere Hautfarbe. Ich habe einen deutschen Pass, eine Staatsbürgerschaft. Christiana hat keine. Gib uns ein bisschen Hintergrundinformationen, warum das so ist. Warum wir beide in Deutschland geboren sind, aber dieser Riesenunterschied. Sehr gerne. Und danke auch für die Einladung zu diesem Podium. Ich finde es sehr spannend, das Thema Staatenlosigkeit vor allem im Kontext von Normung mit einzubetten. Genau, also wovon Britta gerade gesprochen hat, ist das Thema Staatenlosigkeit. Staatenlosigkeit beschreibt den Status von Personen, die keine Nationalität haben. Das heißt, sie werden von keinem Staat als Staatsangehörige anerkannt. Es ist also keine Two-Way-Street. Es geht nicht darum, ob ich mich spanisch fühle, sondern es geht darum, akzeptiert Spanien mich als Staatsangehörige. Und wir leben in einer Welt, in der es tatsächlich 15 Millionen staatenlose Menschen gibt. Das sind mehr als die Bevölkerung von Portugal oder Griechenland. Und auch in Deutschland ist es so, dass wir 126.000 Personen ohne Staatsangehörigkeit haben. Ich habe auf dem Weg nach Hanau nochmal geguckt, wie viele Einwohner es gibt. Also wenn ich mich richtig erinnere, sind es so 95.000, also mehr als die Stadt Hanau, gibt es Personen in Deutschland, die keine Staatsangehörigkeit haben. Und das Problem ist, wir leben in einer Welt, in der Menschenrechte nicht an dem Prinzip hängen, dass wir Menschen sind, sondern leider oft daran, dass wir eine Staatsangehörigkeit haben. Das heißt, staatenlose Menschen haben sehr eingeschränkten Zugang zu ganz wichtigen Rechten. Reisen, das ist eher schon fast ein Luxusrecht, ja, aber Recht auf Identitätsdokumente, Recht auf Arbeit, auf Bildung. Und da ist natürlich die Frage nach Normen ganz spannend, weil durch Normung natürlich auch Zugang zu Rechten und Zugang zu, ich sage mal, Services auch gestaltet wird. Ne? Also in Dingen, wo, also weil ganz oft, wenn ich dann sage Identitätsdokumente, das klingt dann so administrativ, aber wenn man mal überlegt, wo man sich überall identifizieren muss, um zum Beispiel ein Paket bei der Post abzuholen, eine SIM-Karte zu registrieren, sowohl analog als auch digital ist es eben häufig so, dass wir zum Beispiel eine Sperre drin haben, im Sinne von, man muss seine Staatsangehörigkeit angeben. Und da ist es nämlich die Frage, ist es jetzt Norm, dass man eine Staatsangehörigkeit hat? Oder kann es auch die Norm sein, dass es Menschen gibt, die keine haben, wenn wir in einer Welt leben, in der 15 Millionen Personen davon betroffen sind? Genau, jetzt merke ich gerade, jetzt habe ich ein bisschen mehr nur erklärt als das, aber genau, es gibt sehr viele Gründe für Staatenlosigkeit, politische Konflikte, also Personen aus der ehemaligen Sowjetunion, ehemaliges Jugoslawien. Es gibt unterschiedliche Gesetze in manchen Ländern, USA ist man da geboren und kriegt das Recht auf die Staatsangehörigkeit. In anderen Ländern zählt das Abstammungsprinzip, das ist zum Beispiel in Deutschland so. Es gibt aber auch administrative Gründe wie Geburtenregistrierung und auch diskriminierende Gesetze, wie zum Beispiel der Fakt, dass in über 25 Ländern die Mutter nicht dasselbe Recht hat, die Staatsangehörigkeit ans Kind weiterzugeben wie der Vater. Das heißt also, wenn eine iranische Mutter zum Beispiel ein Kind bekommt in Deutschland, wo das Abstammungsprinzip zählt, der Vater bekennt sich aber nicht zum Kind, dann ist dieses Kind hier in Deutschland staatenlos und wir haben tatsächlich auch über 36.000 Personen in Deutschland, die staatenlos in Deutschland geboren sind und wurden und wir haben immer noch Leute, die über 65 Jahre alt sind und hier geboren wurden und keine Staatsangehörigkeit haben. Wahnsinn, ja, also wie viele von Ihnen wussten über das Thema Staatsangehörigkeit schon Bescheid? Yay, ein paar. Doch. Ein paar weniger. Immerhin, also ein Viertel, ein Drittel. Immerhin. Es wirkt. Genau, wir haben auch darüber gesprochen, wir brauchen mehr Nachwuchs. Ich habe mir die Zahlen gestern mal angeguckt. Allgemein, Elektrotechnik,
64.000, 65.000 Studierende von knapp 3 Millionen. Von diesem Anteil, und Frauen haben wir natürlich auch den Bereich, dass relativ wenig studieren, insgesamt in dem technischen Bereich, MINT-Bereich sind es 35%, 23% in der Informatik und 14% im E-Technik-Studium. Florian, was können wir tun? Du bist ja nicht nur Teil der Geschäftsführung des DKE, sondern auch für Kommunikation zuständig. Was können wir tun, um das Image der E-Technik zu verstärken? Ja, ich glaube, du hast es richtig gesagt. Das Image ist ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn die Leute nicht wissen, wie spannend Elektrotechnik ist, dann studieren sie es auch nicht. Und das Problem ist für mich wirklich auch noch relevanter als jetzt nur Männer- und Frauenquote bei dem Studium anzugucken. Es gibt einfach unheimlich viele junge Leute, die, ich sage jetzt leider, etwas studieren, was vielleicht nicht ganz so gut geeignet ist, die Probleme der heutigen Welt zu lösen wie ein Elektrotechnikstudium. Und da müssen wir was ändern. Und innerhalb der Leute, die dann Elektrotechnik studieren, ist die Frauenquote wirklich erschreckend gering. Ich habe selber Elektrotechnik studiert, damals waren es 8%. Also jetzt hast du ein bisschen eine höhere Quote genannt, könnte man sagen, die Tendenz geht nach oben, aber das langt nicht. Also da müssen wir was machen, und das hat für mich ganz viel mit dem Image zu tun, aber auch dem, was die Leute, und du hattest bei deiner Einführungsrede gezeigt, wie dein Vater dich geprägt hat, wie die eben geprägt sind. Und ich glaube, da bietet die All Electric Society eine super Chance, weil das erstmalig was ist, wo man auch erklären kann, was Elektrotechnik, was Normung Gutes für die Welt tun kann. Wie ich zur DKE bin, wurde ich gefragt, Florian, warum machst du jetzt Normen? Was ist das genau? Was macht man damit? Es ist irgendwie, du hast die Vorurteile vorhin selber genannt. Ich will sie nicht wiederholen, weil ich die falsch finde, aber sie sind da. Und wenn wir die Vorurteile ändern und den Leuten begreifbar machen, wie spannend das Thema ist und was wir damit Gutes tun können, dann bin ich überzeugt, dass mehr Leute den Weg und auch mehr junge Frauen den Weg in ein Elektrotechnikstudium finden. Ein positiver Aspekt, wir haben in der DKE die Initiative Next Generation DKE, und auch im VDE gibt es das VDE YoungNet, die ganz aktiv an Hochschulstandorten sind. Und bei den Leuten, die da aktiv sind, ist die Frauenquote um ein 3- oder 4-faches höher als die generelle Frauenquote in dem Studiengängen, und das macht Mut. Ja. Stimme ich dir absolut zu. Ich denke, das liegt auch daran, also neudeutsch heißt das ja dann Role Model, es gibt viele Role Models. Ich bin kein Freund davon, große Personen aus der Zeitung oder woher man sie kennt, als Role Model zu nehmen. Ich glaube, wir alle haben in unserem Umfeld, oder wir alle, die schon können Role Model sein für andere, egal von Alter oder unserem Stand, den wir in einem Unternehmen haben, sondern aufgrund von dem, was wir tun, aufgrund von dem, wofür wir uns begeistern. Und wir sprechen natürlich auch über das Thema Frauen, wir haben es ein bisschen angesprochen hier, liegt einfach daran, dass Frauen den größten Anteil in diesen unterrepräsentierten Gruppen machen. Wenn wir aber jetzt auch neue, junge Menschen zum Studium hinführen müssen, haben wir vielleicht auch eine Brücke oder einen Zeitraum, den wir überbrücken müssen. Und da, glaube ich, kommt auch der Begriff wieder rein mit diesem interdisziplinären Team. Wie können wir denn solche Sachen nutzen, bis wir neuen Nachwuchs haben, der uns unterstützen kann, dass wir da in der Normung weiterkommen, dass wir Personen vielleicht aus anderen Bereichen mit einbeziehen, Florian? Ja, also was, glaube ich, wichtig ist, ist, wir machen technische Normen, und die Zielgruppe davon sind auch andere Leute, Menschen, die technische Dinge entwickeln. Da kann man jetzt nicht komplett auf ein technisches Grundverständnis verzichten. Aber man kann ja in neuen Formaten denken, und Bartu hat gesagt, wir sollen offen sein für neue Lösungen, und man darf sich auch immer selber hinterfragen. Und dann muss ich vielleicht auch weiter als in dem klassischen Normungsgremium denken. Und es gibt jetzt was, da werdet ihr alle auch hoffentlich heute noch viel mehr von erfahren, die Standardization Community Map. Und aus meiner Sicht ist das genau ein Beispiel, wie man viel mehr Leute als bisher ansprechen kann und aktiv zur Mitarbeit gewinnen kann. Und die Aspekte, das Ding heißt All Electric Society. Das heißt nicht All Electric Engineering Society, sondern das ist eine Society für alle Menschen, und deswegen brauchen wir auch alle, und dann muss man halt Formate schaffen, dass alle Menschen mitarbeiten können. Mhm. Bartu, weil es gerade angesprochen wurde, hast du vielleicht ein, zwei Beispiele für uns, die du da nennen kannst? Das beste Beispiel ist die Next Generation DKE. Also wir erleben das schon. Mhm. Wir sind eine Gruppe,
die Vielfalt widerspiegelt. Wir arbeiten zusammen, also wir sind in ganz Deutschland verteilt. Wir finden uns zusammen in verschiedensten Formaten, sei es online, sei es vor Ort. Wir beschäftigen uns mit den elektrotechnischen Themen, die uns beschäftigen, die uns vorantreiben, die uns einfach, die wir interessant finden. Und haben da verschiedene Formate von Normungsstammtischen bis hin zu einem Mentoring-Programm, aber auch das STS-Programm beispielsweise. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, alle einzuladen zu unserem Workshop heute. Und ich denke, wir schaffen quasi schon die Möglichkeiten, den jungen Menschen den Einstieg in die Normung zu erleichtern. Und sind da aktiv dabei. Und ich denke, da haben wir schon einen sehr guten Ansatz. Also ihr macht es mehr im fachlichen Bereich. Antonia, bei euch ist es ja auch so, dass ihr mehr dieses, wie gesagt, wieder diese Altersbrücke schlagt. In welchen Technologiebereichen denkst du denn, wo die Zusammenarbeit von Personen unterschiedlichen Alters, also mehr als 3 bis 5 Jahre Altersunterschied, wo das am meisten zielführend ist? Ja, also prinzipiell in allen. Das ist jetzt die kurze Antwort. Ich würde gerne einfach daran anknüpfen, was Florian auch gerade gesagt hat und auch Bartu. Ich glaube, dass Technik halt immer nur mit Gesellschaft irgendwie im Einvernehmen wachsen kann und sich auch weiterentwickeln kann, weil es ist ja nicht in einem losgelösten Raum. Und das ist immer sehr, sehr wichtig, auch bei Normen oder Standardisierung zu beachten. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, also so das Paradebeispiel für mich, weil das auch jeder irgendwie mitbekommt, ist die Energiewende. Wir hatten da ganz tolle partizipative Formate, da haben wirklich auch verschiedene Beteiligungsgruppen mitgewirkt. Und das ist jetzt nach Corona und weil einfach auch gerade geopolitische Risiken enorm zugenommen haben, ein bisschen zurückgegangen wieder, aber das ist so ein Beispiel, wo ich sage, ich glaube, da kann sich auch jeder beteiligen und wir brauchen da auch interdisziplinäre Zusammenarbeit, nicht nur in der Normensetzung, sondern auch in der Anwendung dann vor allem. Also was ist denn davor und danach? Und das passiert ja nicht alles in einem luftleeren Raum. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel, wo man wirklich sieht, das kann funktionieren und es gibt einfach Formate, die man aber auch sehr bewusst streuen kann, um das dann auch wirklich umzusetzen. Ja. Andrea, du bist ja in der digitalen Transformation unterwegs und du hast mit vielfältigen Teams gearbeitet, hast sie auch zusammengestellt. Was ist jetzt deine Sichtweise wieder zurückreflektiert? Wie können wir das nutzen, um die digitale Transformation voranzutreiben? Also ich begrüße es sehr, dass man hier sagt, das ist ein gesellschaftliches Thema. Und ich bin da selber Ingenieurin, deswegen darf ich sagen, wir haben sicherlich auch eine gewisse Technikverliebtheit und freuen uns dann auch, wenn eine Technologie da ist und dann wollen wir dann auch zum Anwenden bringen und vergessen manchmal etwas dabei, ja, wer nutzt denn hinterher, was machen wir denn damit? Und meine Erfahrung, ich komme wirklich sehr aus der Technologie und über die Jahre habe ich immer stärker gemerkt, die Technologie war noch nie der Hemmschuh. Wir haben immer in irgendeiner Weise Leute gefunden, die klug genug waren, die die Lösungen gefunden haben. Notfalls mussten wir ein bisschen länger suchen, aber den Experten dafür haben wir immer gefunden. Aber gescheitert sind Dinge meistens eher daran, dass wir es nicht geschafft haben, die handelnden Personen zusammenzubringen, dass die Entschlossenheit nicht da war, dass es nicht wirklich gewollt wurde, dass es nicht kommuniziert wurde, dass Ängste da waren, dass einfach dieses Drumherum nicht gepasst hat. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch da, du hast es vorhin so schön gesagt, die 130 Grad, die wir abdecken, wir brauchen eine breitere Sicht auf die Dinge und wir brauchen auch diese Offenheit und auch diesen Mut, mal aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und zuzulassen, dass wir unseren anderen Standpunkt anhören. Auch mal interdisziplinär oder auch mal was im ersten Moment vielleicht mal ganz komisch vorkommt. Ne? Und deswegen sage ich, Diversity ist anstrengend, aber es lohnt sich sehr, wirklich sehr, sehr, sehr dahin zu hören und diesen Weg zu gehen, weil am Ende deutlich bessere und deutlich akzeptiertere Lösungen rauskommen. Was mir jetzt gerade spontan dazu einfällt, was du gesagt hast, Andrea, es werden Lösungen gebaut und manchmal werden sie dann nicht angenommen. Ihr hattet ja vor ein paar Monaten ist es jetzt schon her, ihr habt euch sehr politisch engagiert, habt versucht, in Deutschland wirklich was zu bewegen. Es wurde was bewegt, aber nicht in die Richtung, die ihr vorhattet. Jetzt geht ihr momentan einen anderen Weg und ihr arbeitet an einer Lösung, an einer App, um den Prozess
Erklärst du einfach besser. Mach ich gerne. Ja, es war gerade wirklich wie Honig in den Ohren, Andrea zuzuhören. Genau, weil Anwendung ist ja auch, also wir haben die letzten Monate eher mit Juristinnen verbracht. Und da ist es auch so ein Thema, ne? Was steht im Gesetz versus wie wird das dann angewandt? Und eine Hürde bei Staatenlosigkeit ist, es ist schon schlimm genug, dass man ohne Staatsangehörigkeit ist und ohne die Dokumente, aber um Recht auf Rechte zu bekommen, muss die Staatenlosigkeit tatsächlich anerkannt werden von einer Institution. Und jetzt ist es so, Norm ist ja häufig, dass wir zum Beispiel, wenn ich beweisen möchte, dass ich Französin bin, dann kann ich ja meinen französischen Pass vorlegen oder meine Geburtenregistrierung. Jetzt ist es aber so, wenn staatenlose Personen allein aufgrund ihrer Staatenlosigkeit keinen Pass bekommen und keine Geburtsurkunde, womit sollen sie sich denn dann identifizieren und das von einer Institution letztendlich nachgewiesen bekommen? Und da haben wir in Deutschland tatsächlich eine Lücke. Und durch diese Lücke ist eben das rechtlich anwendbar auf staatenlose Personen. Und den Weg, den wir jetzt eben gehen möchten, ist eben ein Verfahren zu entwickeln, ein digitales Verfahren, was dann in Behörden eben angewandt werden soll, um diese Lücke zu schließen und um letztendlich ein einheitliches, transparentes Verfahren dafür zu haben, wie denn die Staatenlosigkeit von staatenlosen Personen in Behörden festgestellt werden kann. Und da wir sicherstellen möchten, dass das am Ende auch wirklich verwendet wird, entwickeln wir das jetzt nicht vor, sondern wir entwickeln das gemeinsam mit den unterschiedlichen Personen und ich sag mal Stakeholdern, die dann daran beteiligt werden, sein werden. Das heißt, also wir hatten jetzt vor allem sehr viel zu tun mit Abgeordneten, als es ums Gesetz ging und jetzt geht es mehr in die Richtung Ministerien, also das Innenministerium, dann geht es aber auch um Ausländerbehörden, die das anwenden werden und dann geht es natürlich auch um staatenlose Personen, weil letztendlich muss das ja anwendbar sein für diese unterschiedlichen Fälle. Genau, das heißt also genau das, was du eben auch gesagt hast, wir wollen das auch in unsere Arbeit einbetten, hatten tatsächlich vor kurzem auch eine erste Auftaktveranstaltung dafür und da geht es eben darum zu gucken, mit der Norm, die wir jetzt hatten und wir hatten ja schon dieses so, wir haben das immer schon so gemacht, das ist eine sehr limitierte Weltsicht, die wir so nicht akzeptieren möchten, weil im Endeffekt, es entstehen extreme Kosten in den Behörden, es ist eine extreme Ineffizienz. Ich glaube, jeder von uns kennt hier Bürokratie in Deutschland. Die Tatsache, dass wir kein Verfahren für staatenlose Personen haben, macht es sehr viel schlimmer. Das heißt, wir sehen, wir haben eigentlich alle dasselbe Ziel und das ist, dass Sachen einfacher werden. Um dieses Ziel zu erreichen, macht es dann natürlich Sinn, holistisch und interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Ja, weil du es gerade... Weil du es gerade sagst, Normen haben ja auch das Ziel, Sachen einfacher zu machen. Kurze Frage nochmal in die Runde. Die ISO 30415, wer kennt die von Ihnen? ich hebe auch mal, also bis vor kurzem hebe ich auch mal eine rote Karte hoch. Wusste ich nicht. Also, die ISO 30415 ist eine Diversity-Norm. 2021 rausgekommen. Alle, die hier sitzen, wir beschäftigen uns schon länger mit dem Thema Diversity. Also bei mir sind es auch schon über 14 Jahre. Ich wusste das nicht. Mag ein Bias sein. Ich gucke ja jetzt nicht jede Woche, was gibt es für eine neue Norm. Florian, Frage an dich. Kommunikation. Wie können wir das bekannter machen? Ich meine, wenn wir mehr Diversity wollen und es gibt schon eine Norm dazu, was hält uns zurück? Jetzt fragst du mich natürlich nach einer ISO-Norm. Die will ich nicht bekannter machen. Ich habe aber tatsächlich mal da reingeschaut. Und da stehen Dinge drin, da kommt man auch drauf, wenn man ein bisschen über das Thema nachdenkt. Und vielleicht kommt man da auch drauf im Rahmen unserer heutigen Diskussion. Also ich glaube, in einem Unternehmen ist es wichtig zu vermitteln, dass durch Diversität Unternehmensprozesse besser werden, die Qualität besser wird und alle die Dinge, die wir auch in der Normung machen. Ich meine, Normung, das hat mich, wie ich in die Normung gekommen bin, so als Quereinsteiger, das war das, was mich angesprochen hat. Der internationale Aspekt, die verschiedenen Kulturen, die alle am Ende einen Konsens finden wollen. Also Konsens ist ja noch viel schlimmer als Demokratie. Ja? Wenn bei uns 51% für was sind, das ist eine Watschen, da gehen alle nach Hause und fangen von vorne an. Wir wollen Konsens. Wir wollen, dass die alle, egal wo sie herkommen, egal welches Geschlecht, welche Kultur, welches Land, welche Prägung, dass die gemeinsam Dinge erarbeiten. Das ist unheimlich wertvoll. Und ich glaube, über diese Schiene muss man das auch kommunizieren. Mhm. Weil ich höre von vielen Expertinnen und Experten, dass sie diese Diskussion nicht so toll finden. Auch übrigens von vielen weiblichen Expertinnen. Die wollen gar keine Frauenquote in Gremien. Die wollen
Normen machen. Und jetzt müssen die armen Leute müssen neuerdings einen Businessplan schreiben, da müssen sie ihre Normen gegen UN Sustainable Development Goals mappen, jetzt müssen sie noch ein Diversitätsstatement machen und eigentlich wollen sie nur technische Normen schreiben. Und deswegen bin ich gegen Verbote und gegen Quoten, sondern man muss einfach, da komme ich wieder aufs Image, die Vorteile, die auch technischen Vorteile, die Diversität auf jeden Fall, da bin ich überzeugt davon, bringen, die muss man noch besser kommunizieren. Von daher sind wir auch wieder beim Kommunizieren. Da sprichst du mir ja aus der Seele, Florian. Und das ist doch gut. Ich glaube nicht, dass sich das widerspricht, denn was in dieser ISO-Norm auch drinsteht, als letzter Punkt, und mit dem möchte ich gerne mit euch allen abschließen, ist die Fürsprache, das Eintreten für andere. Es gibt den neudeutschen Begriff des Allyship. Wir alle können in bestimmten Situationen ein Ally sein. Normalerweise, klassisches Beispiel, was ich jetzt nur der Darstellung halber bringe, ist Männer und Frauen. Wenn wir in einem Meeting sind, wo ein Geschlecht wenig vertreten ist und eins mehr, kann das, was mehr vertreten ist, sich dem anderen, das andere unterstützen. Das geht aber auch in jeder anderen Situation. Beispielsweise, wenn ich im Urlaub bin, in Indien, bin ich nicht privilegiert. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Da ist jemand anders mein Ally. Also, wenn wir von dieser reinen Diversity-Diskussion weggehen und sagen, wie können wir uns alle gegenseitig unterstützen, dass wir in den Situationen jeweils unsere beste Leistung bringen können. Batu, ich möchte einmal eine Schlussrunde. Bitte gebt mir euer Statement dazu. Was können wir Einzelnen dazu tun, damit wir andere unterstützen? Nicht nur darüber reden, einfach mal umsetzen. Also die Maßnahmen schaffen und die Hürden nehmen und das einfach leben. Weil wir reden viel darüber, aber im Endeffekt, wenn sich die Menschen, die in dem Team zusammenarbeiten, nicht wohlfühlen und man sich in dem Umfeld nicht wohlfühlt, dann ist das für mich keine Inklusion, keine Diversität. Sondern das ist eine Maßnahme, in der man darüber redet, aber nicht, die sie nicht umsetzt. Deswegen weniger reden, mehr machen. Antonia, ganz kurz, aus deinem Blickwinkel nochmal. Ja, bitte. Ich kann mich dem nur anschließen. Was ich gerne noch ergänzen möchte, ist für mich immer die Selbstreflexion. Also einfach auch mal ehrlich zu sein und sich zu hinterfragen, wo habe ich denn Stereotype? Also so niemand von uns ist frei davon. Wir sind alle sozialisiert in einem Kontext, der einfach bestimmte Stereotypen zum Beispiel repliziert. Und da wirklich auch hinzugehen und zu sagen, okay, ich bin jetzt beispielsweise Führungskraft, wo muss ich denn an mir arbeiten und wo muss ich vielleicht dann auch auf strukturelle Probleme gucken und mich einfach auch besser informieren und noch ein bisschen weiterbilden, weil das ist auch menschlich und das wird oft vergessen in der ganzen Diskussion. Christiana. Wie können euch Allies helfen? Ganz kurz. Einfordern. Also staatenlose Personen können nicht wählen, das heißt, sie haben kein politisches Mitspracherecht und es ging ja schon um systemische Strukturen, die dazu führen, dass zum Beispiel eine Mutter Schwierigkeiten hat, gleichzeitig ihr Kind zu erziehen und zu arbeiten, aber das hilft uns ja allen als Gesellschaft. Und wenn wir als Gesellschaft dafür einfordern bei Politik, dass auch staatenlosen Personen geholfen ist, dann ist uns allen geholfen. Wir reden über Fachkräftemangel und so weiter und so fort, aber gibt es Personen in Deutschland, denen gerade das Recht auf Arbeiten verwehrt wird, während wir eigentlich genau diese Personen brauchen? Andrea. Ich mache es mal ganz kurz. Wir brauchen, auch wenn wir Leute halten wollen, müssen wir denen ein Zuhause geben. Die brauchen das Gefühl, zugehörig zu sein und zwar ganz unverkrampft. Ich war mein Leben lang, fühle ich mich als Alien, egal wo immer ich bin. Ja? Und einfach dieses, du gehörst dazu, es ist unverkrampft, es ist vollkommen normal, dass du da bist und es ist schön, dass du da bist. Florian. Das letzte Wort. Nur ein Wort. Ja, ich habe mal so einen klugen Spruch gelesen, der heißt, ein Hirn ist wie ein Fallschirm. Die funktionieren beide dann am besten, wenn sie vollständig geöffnet sind. Und das ist, ja, ist so eine Plattitüde, aber das ist wirklich gut, um sich auch selber zu reflektieren, weil häufig, wenn irgendwas mit Change und neuen Dingen ist, geht mir selber auch so, hinterfrage ich mich, ist man ja mal in so einer Abwehrhaltung. Und was man machen muss, ist, wenn man merkt, da ist jemand in so einer Abwehrhaltung, dass man den einmal anstupst und sagt, hey, bleib offen mit deinem Gehirn, denk darüber nach, gib dem eine Chance
Und das kann man mit sich selber machen. Ich erwische mich auch manchmal dabei, dass ich mich anstupsen muss. Aber man kann auch andere anstupsen. Finde ich super. Vor allen Dingen, was wichtig ist, es passiert uns allen. Wir sind alle Menschen. Von daher dran arbeiten. Ein wunderbares Panel. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch allen. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Inspiration gegeben. Und ich möchte eine letzte Anregung möchte ich Ihnen mitgeben. Wenn wir sagen, das war jetzt leider zu schnell, wie beim Pokern, wenn wir sagen, all in für die Electric Society, wir haben gerade von Allies gesprochen, was passiert? Kürzen Sie es ab. Es ist wie bei der Norm, es ist inhärent bei Ihnen. Vielen Dank. Danke.